Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir starten mit Gruppe A. Die anderen Spieltage werden dann wieder ein bisschen zusammengefasst, also der anderen Gruppen, aber das hat jetzt hier aus zeitlichen Gründen was zu sagen. Egal, vielen Dank fürs Reinschalten. Ist so eine kleine Konferenzschaltung. Los geht's. Dritter Spieltag der Gruppe A, Schweiz gegen Deutschland und Schottland gegen Ungarn. Das Ganze schauen wir uns in einer Konferenzschaltung an. Für Deutschland geht es um den Gruppensieg. Ein Unentschieden würde schon reichen. Die Schweiz auch schon so gut wie Zweiter, aber Erster ist ja auch ganz attraktiv. Und theoretisch könnten sie noch auf den dritten Platz abfallen, wenn es torverhältnismäßig ganz, ganz schlecht läuft. Also ab auf den anderen Platz, Schottland gegen Ungarn läuft nämlich zeitgleich. Für Ungarn ist es bisher ein wirklich schwaches Turnier. Klar kann man gegen Schweiz und Deutschland Punkte liegen lassen, aber jetzt steht man mit 0 Punkten da und hat auch kein gutes Torverhältnis. Schottland zumindest formverbessert beim Unentschieden gegen die Schweiz. Und die Schotten hatten hier auch wirklich einiges vor. Adams mit der ersten Möglichkeit testet Gulashi, denn 4 Punkte, selbst als Tabellendritter, wären dann für Schottland möglicherweise das Weiterkommen. Etwas mehr als eine Viertelstunde hier gespielt. Das ließ sich wirklich gut an, was Schottland machte. Adams bringt den Ball in die Mitte und Hendry köpft ein zum 1:0 in der 18. Spielminute. Ungarn bestätigte den unglücklichen Formverlauf in dieser Europameisterschaft, konnte nicht viel zustande bringen und Schottland nutzte das aus, ging eben hier mit 1:0 in Führung. Die spielten sich jetzt in einen Rausch und Ungarn wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Robertson, McGregor, 2:0, 24. Minute. Betrachtet man sich das genauer, dann ist es hier vielleicht sogar doch noch Platz 2, der möglich ist, was das Torverhältnis angeht, weil Schottland auch einfach nicht aufhörte. McTominay, McGinn hat das gute Auge für Ralston. 3:0 in der 32. Ungarn fiel hier komplett in seine Einzelteile. Das war unglaublich. Klar mussten sie was riskieren und nach vorne was zustande bringen, aber das war hier wirklich ein Aufgeben. Da hätten sie fast auch einfach vom Feld gehen können. 3:0, also zur Pause für Schottland. Wie lief es bei Deutschland gegen die Schweiz im ersten Durchgang? Es war ein ausgeglichenes Spiel ohne die ganz großen Highlights. Wir sind schon in der Mittelphase des Spiels, mal so, dass sich Deutschland jetzt festsetzt. Kroos, Wirtz verliert den Ball an Scheer, aber Havertz setzt nach. Wirtz auf Gündoğan. 27. Minute, 1:0 für Deutschland. Mega Bock von Scheer, den nutzt hier Deutschland exzellent aus. Und Ilkay Gündoğan bestätigt seine herausragende Form. Aber das hat Deutschland gegen Ungarn schon stark gemacht. Bei eigenem Ballverlust direkt wieder drauf. Und hier eben den Ballverlust von Scheer erzwungen. Gündoğan vor Sommer eiskalt. Von der Schweiz kam erstaunlich wenig. Ja, gegen Schottland tendenziell auch eher enttäuschend. Shaqiri hier, der mit einem Traumtor zumindest einen Punkt sichern konnte. Das ist mal Silvan Widmer, aber sinnbildlich diese schludrige Flanke genau in die Arme von Manuel Neuer. Zur Pause dann stand es 1:0. Hier ein Blick auf die Tabelle und wir sehen Schottland minus 1 Differenz, Schweiz plus 1, beide 4 Punkte. Also sollte da in beide Richtungen noch ein Tor passieren, dann
müsste die Schweiz als Gruppendritter auf ein Weiterkommen hoffen. Aber so weit waren wir noch lange nicht. Wir bleiben erstmal hier beim Spiel Deutschland gegen Schweiz. Übrigens das Ganze in Frankfurt. Musiala, Kimmich und Wirtz. Sehr gute Möglichkeit für ein mögliches 0:2, das hier aber noch nicht fallen sollte. Der anschließende Eckstoß. Toni Kroos, Havertz. 2:0, 53. Minute. Der Gruppensieg, er rückte näher und die perfekte Gruppenphase mit 9 Punkten lockte ebenfalls. Da kommt Akanji zu spät ins Duell. Havertz muss fast gar nicht hochsteigen und lässt dann Sommer aus kurzer Distanz keine Möglichkeit mehr der Abwehr. Aber die Schweiz steckte nicht auf. Es ging ja jetzt wirklich darum, das Torverhältnis nicht komplett zu verhunzen. Xhaka auf den Doi. 1:2 nur noch. 76. Spielminute, also eine Viertelstunde auch noch etwa zu spielen. Lange Zeit ging es nicht so zielstrebig nach vorne. Das ist ein guter Pass von Xhaka. Doi dann über Manuel Neuer, der sich für die falsche Ecke entscheidet und dann bisschen unglücklich aussieht. Nochmal zurück zum Spiel Schottland gegen Ungarn. Beginn zweite Hälfte. Schottland erstmal mit der gleichen guten Leistung wie in Abschnitt 1. Adams aber zu zentral gegen Gulashi. War jetzt aber ein deutlich stabilerer Auftritt der Ungarn. Zudem brachten sie selber mal etwas nach vorne. Schäfer auf Varga. Schöner Flachschuss. Gunn kommt nicht mehr rechtzeitig runter aus 16 Metern. Darf man aber schon halten. Der ist nicht perfekt platziert. Unglücklich für Gunn. Doch die Schotten ließen sich davon nicht wirklich aus dem Konzept bringen. Adams und Gulashi zeichnet sich mal wieder aus. Wurde ja in der ersten Halbzeit teilweise alleine gelassen. Ein Anschlusstreffer hätte das Ganze in der 80. Minute sicherlich nochmal interessanter gemacht. Zumindest was den Ausgang dieser Partie betrifft. Szoboszlai setzt den aber nicht gut, sondern am Tor vorbei. Es endete also mit 3:1. Schottland, ganz gutes Torverhältnis, aber noch nicht so gut wie das der Schweiz. Aber 4 Punkte ist schon mal eine Ansage. Schauen wir mal, wie die Schweiz noch mit dem Anschlusstreffer umging. Also den sie selbst erzielt hatten. Das ist Embolo. Schöne Drehung und im letzten Moment hält er alles rein, was er hat. Das dürfte wehtun. Aber es sicherte so den Sieg. Deutschland gewinnt auch das dritte Gruppenspiel. Hier haben wir die Abschlusstabelle. Die Schweiz als Gruppenzweiter weiter. Schottland 4 Punkte. Negative Tordifferenz. Dürfte aber wahrscheinlich trotzdem zum Weiterkommen reichen. Jo, das war's mit dieser Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch diese Art mal mit der Art Konferenzschaltung. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.